Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla mit Mirades. Ja, ich habe jetzt 2 Tage nicht gespielt, weil ich musste auch arbeiten, ja. Und ich werde jetzt einfach mal die grünen Pfeile ablaufen. Wer hätte Freude an einer Göttergeschichte, solange die Clans sich bekriegen? Es gab immer Krieg, sogar zwischen den Göttern. Als Midgard noch jung war, war Asgard von Zwietracht zerrissen. Die kriegsgeborenen Esir, die Magie der Reihe verachten, verstießen gegen die Sitten und mordeten in Odins großer Halle. Gullweg von den Wahn. Hallo Tekla, was brauchst du? Albus sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Ups, ich habe jetzt schon einmal getrunken. Also gut, Trinkwettbewerb. Ist natürlich perfekt. Klar, okay, okay. Oh Mist. Aha. Okay. Meinst du etwa schon? Ich kann mich hier echt betrinken. Jetzt nicht ins Fass, hörst du? Uiuiui. Kinder, das kommt nicht gut. Trinken ist ungesund. Nicht gewonnen. Ich kann mehr trinken als jeder einzelne von euch. Und ich bin betrunken Macht jetzt. Nichts drauf. Na, die meisten dieser Arschlinge hätten sich eingepisst oder wären umgefallen. Wie lange es wohl dauert, bis Gibt ich wieder keinen, nicht betrunken bin? Aufnehmen will? Oh Gott. Ja, ich meine, gut, sind wir halt betrunken. Kein Problem. Zum Glück habe ich das Wortgefecht zuerst gemacht. Tova, du hast den Pfeil gegen die Nadel eingetauscht, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr Nein, gerne ich bin doch. Betrunken. Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als Schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. Sieh auf den Punkt, den du treffen willst. Nun stell dir vor, wie der Pfeil genau hindurchfliegt. Und noch viel weiter. Atme aus, dann lass los. Okay. Wo willst du hin? Komm zurück. Okay. Oh, du bist zurück? Ja. Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Danke, Eivor. Jetzt habe ich etwas für dich. Was denn? Siehst du? Aufs Auge kommt's an. Danke, Eivor. Als Geschenk könnte ich dir eine neue Tätowierung anbieten. Etwas, um deine Narbe zu schmücken. Ein nettes Angebot. Aber sie soll sichtbar sein. Oh, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich kann dich trotzdem tätowieren, wenn du magst. Was siehst du? Mhm, mhm.
da will ich als nächstes hin. Okay, alles klar. Ich kann in die Heubüschel reinrennen. Komm schon, würfeln hat noch niemandem geschadet. Ja, soll man würfeln? Für Örlück ist immer Zeit. Ja, Örlück. Wollen wir? Natürlich wollen wir. Lass uns spielen. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr betrunken. Möge die glücklichere Hand gewinnen. So, jetzt geben wir die Erklärung. Okay, zwei. Aha. Spieler werfen ihre Würfel mit verschiedenen Effekten, wie beim Angriff, Blocken oder Marken. Ah, Göttersegnungen. Okay. Okay. Einfach mal ausprobieren. Jetzt Kopf genommen. Natürlich. Okay, gut. Okay, ein Schaden blockt eins, richtig, ein Schaden anblockt eins, okay. Probier's jetzt mal so. Okay, soweit so gut. Oh, ich hab's verkackt. Aber jetzt darf ich würfeln. Okay. Oh nein, zurück. Also was blockt das? Das blockt. Okay. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Okay. Also nächstes Mal nehme ich die Kleine Opfergabe und machen wenigstens 4 Schaden. Schon wenn ich jetzt nicht mit Pfeil angreife, bringen ihm die Schilde gar nichts. Oder? Ja. Ich glaube, ich gewinne das easy.
Alles klar. Habe verstanden. Gut, ich gewinne immer noch göttersegenmäßig, habe ich das Gefühl. Eine Niederlage steht bevor. Mhm. Jetzt bräuchte ich 2 Helme und ein Schild, um das zu blocken. Will ich jetzt gar nicht behalten. Der macht jetzt Schaden. 1, 2, 3, 4 Schaden. Aber ich mache auch 3 Schaden. Okay. Das reicht trotzdem noch nicht. Gut gekämpft. Ich habe gewonnen. Die Götter haben deine Hand geleitet. Oh nein. Das ist genug Erlück für heute. Ich mag Örlög. Und was ist ja jetzt für die Quest, Randi? Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen, mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Nördlich von Vornberg. Alles klar. Klettern wir doch erstmal da hoch. Kommt und trinkt! Lasst uns die Götter unterhalten! Ich habe jetzt ein Reittier. Oder nicht? Alles klar. Der Helm sieht gut aus. Das reicht jetzt auch mit den Zusatzinhalten. Hilf mir, sei meine Augen. Muss ich wohl dahin? Gehe ich mal dahin.
Ja, es ist nicht wunderschön. Ich finde ja Pferde jetzt ein bisschen unpassend in diesem Spiel. Da wäre, keine Ahnung, ein Bär besser gewesen oder so. So, gleich haben wir es geschafft. Ich hoffe, dass jetzt auch dieser Punkt, den ich erreichen muss. Alter. Die Geräusche sind ein bisschen gruselig. Also schläft Eivind während seiner Wache. Das erklärt einiges. Eivind! Wach auf, oder du wirst in der Wildnis ausgesetzt. Aha. Muss wach bleiben. Sie könnten überall sein. Schlafwandelt der etwa? Wir sind überall. Wenn wir sterben, sterben alle. Alles klar. Wach auf! Du läufst auf eine Kante zu! Benutzt er jetzt die Seilrutsche? Tatsache. Ha? Eivind, ganz ruhig! Du hast geschlafen. Nein. Ich finde den. Ich finde den fantastisch. Ja, im Schlaf. Im Schlafwandel. Ein unwirscher Weckruf, ja. Aber immerhin lebst du noch. Machst du schon immer Wanderungen im Schlaf? Seit ich hier stationiert bin. Wenn ich im Bett liege, habe ich Angst, dass wir angegriffen werden. Wenn ich im Dienst bin, kann ich nicht wach bleiben. Nur ein Narr bleibt die ganze Nacht vor Sorgen wach. Du bist müde, wenn du aufstehst. Und dein Problem ist trotzdem nicht gelöst. Mhm. Du bist so weise wie Odin, Eivor. Ich denke darüber nach, wenn ich zu Bett gehe. Denk darüber nach, wenn du Wache schiebst. Und schlafe, wenn du im Bett bist. Doch jetzt melde dich schnell zurück, bevor du als Verräter gebrandmarkt wirst. Los! Alles klar. Aber die Serien habe ich immer noch nicht gefunden. Manchmal echt so random Gruselgeräusche. Kann ich jetzt hier nicht hochklettern? Doch. Gucken wir uns die schöne Landschaft hier an. Und versuchen uns zu überlegen, wo wir jetzt wieder runterkommen. Und da ist nochmal so ein Weltereignis, da gehe ich jetzt einfach hin. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich bin jetzt schon komplett. Was ist das und wieso kann ich das nicht mitnehmen? Ich werde jetzt noch zu dem Weltereignis da gehen und dann werde ich dann auch wieder zurückgehen ins Dorf und. Oh, komm schon. Danke.
ein bisschen spät zum Wegrennen. Oh oh. Ja, das war das Geräusch einer Raubkatze. Da gehe ich jetzt nicht hin. Na doch, war es hier hin? Ist der hier runter? Leder vom Vogel. Oh, das ist eine Höhle. Da kommen bestimmt die Wölfe her. Gleich mache ich einen kleinen Rundlauf, ja? Zu diesem Weltereignis und dann zu dem da drüben. Ich meine, die Berge sind schon massiv, ja? Und wenn du das so in echt alles hier rennen müsstest und laufen müsstest, dann wärst du schon längstens völlig am Ende. Was ist das Zeichen hier? Ich hab so ein bisschen das Gefühl, es ist unter uns in der Höhle. Mal gucken, ob es hier eine Höhle gibt. Na, guck mal. Das sieht schon aus wie ein Eingang hier. Sorry, dass es so dunkel ist. Suchst, muss ich dich enttäuschen. Wir leben keine. Aber ich habe ein besseres Angebot als eine Jagd. Wenn du ein echter Dränger bist, jemand, dem Ehre wie Sonnenlicht durch die Adern fließt, so sollst du mir helfen, mein Schicksal zu erfüllen. Will er sterben? Du bist weit weg von wärmendem Feuerkrieger. Ist das dein Zuhause? Mein Name ist Erik Treuschädel. Diesen Namen gab mir der große König Ragnar Lodbrok, als er kämpfte, um die Felder Englerlands zu durchpflügen. Wir gründeten Familien, stürzten Könige, umschifften Berge, kämpften, bis die Jahreszeiten wechselten. Doch er ist nicht mehr. Ganz Nordwege trauert König Ragnar nach. Ich kann mir kaum vorstellen, wie betrübt seine Krieger sein müssen. Nur 6 von uns sind übrig. Die Atemwölkchen sind ein bisschen übertrieben, ja? Aber ohne seine Stärke und Führung sind wir verloren. Ohne Ziel.
Hier lernte ich, dass mein Leben mit dem von Ragnar verbunden war. Wir waren jung, jagten einen Bären, als wir auf diese Höhle stießen. Er erlegte ihn allein, mit einzig einem Messer. Sprang dem Tier auf den Rücken, saß wie eine Fliege auf einem Drachen und brachte es zu Ende. Zusammen feierten wir seinen Sieg, als hätten wir die Bestie gemeinsam erlegt. Da wusste ich, dass ich für diesen Mann leben und sterben würde. Ich starb nicht neben meinem Herrn in Ellas Schlangengrube. Aber ich kann es richten. Kämpf mit mir, Kriegerin. Schicke mich zu ihm in Odins Halle. Tun wir das? Ich fühle mich geehrt, gegen einen echten Dränger zu kämpfen. Oh, ich werde so verlieren. Nur das Zeichen. Sehr wohl. Für Ragnar Lodbrok, den wahren König von Nordwege. Für Ragnar, für Ruhm und für alle Drängier erhebe ich meine Klinge. Können und Wagemut ehren mich. Das ist alles, was zählt. Du bist ein echter Dränger. Ragnar hätte dich gemocht. Ein gebührendes Ende nach ehrbaren Kämpfen. Hab's irgendwie doch geschafft. Nun werde ich meinen Bruder wiedersehen, der dem Tod ins Auge lachte. Die Geißel Englerlands, Ragnar Lodbrok. Lebe wohl, Dränger. Lausche den Hufschlägen und folge der Walküre nach Haus. Alles klar. Schneide ich seine Tattoos raus? Soll ich alles vorlesen? Mit zitteriger Hand geschriebener Zettel. Mein König, ich hoffe, meine Worte fliegen zu dir nach Valhall. Ich verbleibe in Midgard. Als einziger der Drängier bin ich in unsere Heimat zurückgekehrt. Ohne dich ist es nicht dasselbe. Eine Totengrube könnte nicht lebloser sein. Helheim wäre ein trostvollerer Ort. Ich gelobe dir mein Leben an. Schicke mir nun einen guten Tod, Erik. Okay, gut. Ich glaube, hier ging es raus, oder? Habt ihr das gesehen?
kann Eiswände zerhauen. Die Seherin kann das gebrauchen. Schneeglöckchen, okay. So, und jetzt können wir raus hier. Zurück ans Licht, damit man was sieht hier. Schon hier bei Assassin's Creed Valhalla sind von Ubisoft. Ubisoft Montreal wurde gehost. Und zwar hat da jemand angerufen und gesagt, hier ist eine Geiselnahme im Gange. Woraufhin die Polizei wirklich mit einem Großaufgebot ausgerückt ist. Und stellt sich raus, ist nichts. Du komm. Schwimme hier. Jetzt gefunden. Ein Opal liegt hier einfach mit rum. Okay. Wie gesagt, noch dahin. Und dann mache ich aber auch wieder Schluss für heute. Natürlich. Ah, das ist nur ein Ereignis, ja. Jetzt werden wir noch angucken. Halleluja. Brech mir noch die Beine hier. Ich werde es sein, der ihn findet. Wart's nur ab. Er muss hier doch irgendwo sein. Sendeschreiben einer Jungfrau. Grüße, tapferer Krieger. Kommet, meinen Kamm zu suchen. Verloren liegt er in tiefen Weiten, wohin nur kühne Recken schreiten. Wacker bleibet, heiß das Blut. Verliert im Schlamm nicht euren Mut. Ihr findet mich am rauschenden Fluss. Dem Helden winkt zum Lob ein Kuss. Ist das kalt? Mein Blut gefriert. Nein, ich glaube, das ist noch nichts für uns. Also, da wo es hell und trocken ist, oder dunkel und feucht. Ich glaube, ihr habt ein paar Stellen übersehen. Wonach suchen diese Männer? Nach meinem Kamm. Wer ihn findet, gewinnt einen Abend in meiner Gesellschaft. Willst Nur einen Abend? Gib Acht, dass du überall suchst, da wo es hell und trocken ist, oder dunkel und feucht. So, ja, und mit diesen wunderschönen dunkelfeuchten Worten und dieser majestätischen Aussicht würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.